Fertig? Ja. Willst du? Mach du. Echt? Hello everybody, welcome to... Das ist der andere, gell? Ja, das ist der andere, ja. Mach du. Yes! Ist schon wieder ein anderer. Nee. Hallo zusammen, willkommen zu Werner Vino. Heute Würzburg. Mehr Würzburg geht eigentlich fast nicht mehr. Ja, eine Institution. Ich habe es ja schon öfter erzählt. Ich habe da früher in der Nähe gewohnt, als ich hier studiert habe. Und heute probieren wir mal was, was ich vor ein paar Jahren im Weineck gekauft habe. Und mir wurde es empfohlen. Ja, also ihr werdet es schon erraten haben. Wir sind im Juliusspital. Und wir trinken heute von der Würzburger Abtsleite Traminer. Erste Lage. Ist es erste Lage? Ja, erste Lage. Aber die ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, ach, probier einfach mal. Ich glaube, den habe ich das erste Mal auf der VDP-Verkostung probiert als Bückware. Barrique. Das darf man sagen. Weil der Nikolaus Frauer kommt aus Württemberg, oder? Ich dachte aus Baden. Aus Baden? Ich glaube aus Baden. Aus Baden-Württemberg. Ganz anders. Aber der 2014er Jahrgang, der liegt jetzt hier auch schon 3 Jahre. War im Barriquefass, spontan vergoren. Da merkst du, Traminer wird immer unterschätzt. Mhm. Ja. Boah. Wenn man sich ein bisschen mit solchen Rebsorten, auch so Aroma-Rebsorten, ein bisschen auseinandersetzt, und denen auch so ein bisschen Freiraum gibt. Also es, wenn man so sagt, okay, ich gehe jetzt mal in diese Richtung und lasse da einfach mal eine Spontankehrung machen. Ich packe den ins Barriquefass. Wenn es ein guter Wein ist, verträgt er das. Sensationell. Absolut sensationell. Oder? Sehr mineralisch, aber so eine leichte Rose. Rose ist da. Die Rose ist da. Das ist ein Käsewein. Das ist ein absoluter Käsewein. Ja, Waldmann-Käse und dann. Was würdest du dazu empfehlen? Also ich wäre da sogar jetzt eher im Weichkäsebereich. Kuh. Also Kuh? Und vor allem Rotschmier. So, meinst du so ein Pont l'Evêque? Zum Beispiel. Da kannst du aber auch einen Maroal. Ich weiß nicht, Maroal, das ist der aus den Sties, ne? Übrigens, da ist auch nur der erste Film gut, der zweite, der ist so den hab ich noch nicht der gesehen. Der ist scheiße. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber der ist scheiße. Da sagt man nicht scheiße, das ist ein französischer Film, da sagt Merd. Man Merd. Merd! Echt? So schlimm? Ja, das geht gar nicht. Das ist so ein Wein, da setze ich mich mit dem Gläschen, großes Gläschen, einfach mal einen Abend hin und riech da rein. Und der verändert sich, du riechst da rein, du hast einfach diese floralen Noten, auch so eben dieses Holz, dieses Barrique, was da so ein bisschen durchkommt, das ist schön, das ist echt schön. Ich
können einfach gut mit dem Holz umgehen. Ja, ich glaube, das ist vor allem wirklich der Nick Frauer. Erst durch ihn kam ja so wieder dieser verstärkte Barrique-Einsatz ins Junospital. Ich glaube, da waren die anderen nicht da und dann hat er französische Barrique-Fässer liefern lassen. Und Spätburgunder ist super. Aus dem Barrique. Also ich finde den gut. Auch noch da. Der Abend ist noch lang. Ja. Mach mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Ja, wir sind zurück. Ja, wir sind nicht nur der aktivste Weinblock, sondern auch der spontanste, oder? Das würde ich auch mal sagen. Wenn es im Keller gedreht wird, dann können wir auch mal schauen, was so da ist. Vor allem, wenn es Rotwein ist, weil es da leichter gerade ist. Man muss nichts runterkühlen. Also, wir jetzt den Weißwein bepunkten? Ja, aber ich mache den mal auf, dass er zumindest mal zur Besinnung kommen kann. Also, ich habe auch gar nichts mehr im Glas. Das können wir ändern. Danke dir. Bitteschön. Also, schöne Holznote auch, also die merkt man schon. Der Käse fehlt dazu. Das ist Käse. Ja, solange die Schuhe anbehältst, ist alles gut. Also ich lehne mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster. Ich sag mal, wir sind ja auch über den 45. Das ist wirklich großes... Das ist schon klasse. Großes Käse-Wein-Kino hier. Übrigens, weil ich Käse gesagt habe, wir haben schon lange nichts mehr mit Käse gebracht. Mit Zeit. Was ich rausgefunden habe... Dass hier noch ganz viel Süßwein liegt? Nein. Dass in Franken mittlerweile sehr, sehr gute Rohmilchkäse hergestellt werden. Also die brauchen sich vor vielen französischen Käsen nicht zu verstecken. Da können wir auf jeden Fall was machen. Da bin ich dabei. Ja, also... Sowohl bei Kuh wie bei Ziege gibt es da sehr, sehr schöne Käse. Den Wein kriegen wir jetzt nicht mehr dazu. Was man dazu auch sagen muss, der ist nicht so billig. Der ist so in einer Liga mit dem Sauvignon Blanc. Den haben wir ja schon mal getestet hier. Den, ich glaube. Schönes Toasting. Ja, haben wir getestet. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ist schon ein bisschen her, aber den... Da haben wir noch den Nachfolgejahrgang, glaube ich. Hier liegen den 15er. Aber hier haben wir den 14er Traminer. Und da kostet die Flasche auch so 35 Euro. Ja, auf der anderen Seite. Wer bringt immer den Vergleich mit dem Motorenöl fürs Auto? Der Hendrik, oder? Nee, das war der... War das nicht der Hendrik? Ach, irgend so ein Koch. Oder? Keine Ahnung. Nein. Also, du trinkst ja so einen Wein nicht jeden Tag. Und ab und zu kann man sich sowas ruhig mal gönnen, finde ich. Ja. Also wir stellen ja auch viele Alltagsweine vor. Müssen wir übrigens mal wieder eine Literfolge. Die Literverkostung machen. Ja, ja. Aber ich muss sagen, der hier. Der hat was. Ja. Also. Also 45 hat er, hätte ich gesagt. Was meinst du? Ja, sowas ja. Ja. Gell? Also. Ich finde den faszinierend. Dieses Teerosenaroma. Ja? Also wenn so hat er doch eigentlich eher 46. Oh, die hat er. 46 hat er. Aber wir haben ja jetzt noch ein kleines bisschen umdisponiert bei dieser Folge heute. Ja. Will man einen Tag ohne Spätburgunder beenden? Eigentlich nicht, ne? Nee.
geht nicht. Spätburgunder geht immer. Und ihr wisst ja, wir sind große Spätburgunder-Fans. Unsere Liebe für Spätburgunder wird noch nur durch eins noch ein bisschen aufgewiegt. Was? Die Liebe zum Frühburgunder. Frühburgunder vom Julospital, das wäre noch eine Sache. Die haben keinen. Ja eben, deswegen, das wäre eine Sache. Das wäre Anreiz fürs Juspi. Wir wollen Frühburgunder. Okay, dann schauen wir mal. Also wir haben ja... Mach du. 2014 Würzburger Pfaffenberg Spätburgunder. VDP erste Lage. Auf Wege. Der ist jetzt auch ein bisschen billiger, glaube ich, wenn ich nicht ganz täusche. Warum 25, glaube ich. 20? Ja, sowas zwischen 20 und 25. Ja. Spätburgunder. Farbe, Spätburgunder. Spätburgunder. Das ist aber... bisschen kräftiger. Also das ist ein Wein, der schreit nach Essen. Reh könnte ich mir gut vorstellen. Da muss unser Trainee doch mal wieder ein bisschen was erlegen. Naja, machen wir es so wie immer. Wir setzen ihn im Wald aus und zwei Tage später sammeln wir ihn wieder ein mit dem Wild, oder? Nein, Spaß beiseite. Also Reh könnte ich mir dazu sehr gut vorstellen, ja. Und was? Braten oder Ragout? Braten, ja. Ja, also Braten könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Fürs Reh-Ragout fände ich persönlich einen Frühburgunder dann schöner. Der könnte noch ein Grad mehr Kühlung verbrauchen, gell? Gebrauchen. Aber ansonsten schöner Spätburgunder. Nicht süß. Ich hasse süße Spätburgunder. Das ist scheußlich. Ja. Also. Ich finde auch so. Ich find's ein bisschen schade. Wir haben jetzt in Deutschland so viel Zeit und Mühe intensiviert und aufgebracht, dass eben wir unsere trockenen Weine zeigen. Und es gibt teilweise viel zu viel Süßwein wieder im Regal. Ja, also... Süßwein, also... Sorry, ich gehöre zu den halbtrockenen Rotweinen, also das ist auch nicht scheußlich. Nein, mag ich nicht. Ich mag auch keine süßen Rotweine. Nee. Naja, gut, wenn du das Glück hast und irgendwie ein Eiswein oder... eine TBA oder TBA so. TBA vom Spätburgunder bekommst, das hat schon was. Ja, ne? Aber jetzt ist halt sowas lieblich oder halbtrocken. Aber da habe ich schon den Eindruck, da reißen wieder so Sitten ein, die wir eigentlich beiseite gelegt hatten. Mhm. Ne? Also das, und deswegen bin ich sehr froh, hier so einen Spätburgunder im Glas zu haben. Noch ein trocken. Und der ist aus Würzburg. Aus Würzburg, von Pfaffenberg. Für die, die es nicht wissen, der Pfaffenberg ist so quasi der kleine Bruder vom Stein. Ist auf der Rückseite, oder? Von ihm. Ja, also hinterm Stein ist da quasi nochmal ein zweiter Berg. Der geht so bei Unter-Oberdürbach da entlang. Und da findet ihr den Pfaffenberg. Ja, also von den Aromen. Der hat ein bisschen, also der hat jetzt nicht so diese Himbeer-Aromatik, sondern der hat so eher auch so kirschig, aber auch irgendwie so Nelken finde ich so dabei und so kräftige Gewürze auch. Also so auf den ersten Riecher könnte man fast mit dem St. Laurent verwechseln, ne? Also hat er mehr so diese dunklen Aromen. Ein bisschen dunkle Schokolade. Also so wirklich zart-bitter Schokolade finde ich hier. Ja. Eigentlich auch ein perfekter Wein zur Wildsau. Oh, Wildsau. Ne? Wenn die Viecher nicht so intelligent wären. Ja, das ist ja so. Vielfach sind die intelligenter als die Jäger. Ja.
Da kann man halt Reh schießen, ja. Aber Wildschwein ist schon eine Kunst für sich. Die Viecher sind sau intelligent im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ja. Das sind die dunklen Früchte. Da ist Kirsche drin. Schlehe. Brombeere. Mhm. Also es ist eher so ein dunkler Spätburgunder. Genau. The Dark Side. Das ist Welcome. Darth Vader. Welcome to the Dark Side. We would be honored if you join us. Sag mal, wenn man als Star Wars Fan einen Sohn bekommt, nennt man den automatisch Luke? Nee. Wahrscheinlich. Oder Anakin finden ist dann eher der Klassiker. Weil eigentlich Luke. Alle 6 Teile gehen um Anakin Skywalker. Ja, aber ich denke mir immer, dann kannst du sagen, Luke, ich bin dein Vater. Ja, aber das ist das falsche Zitat, weil das Originalzitat ist, nein, ich bin dein Vater. Pedant. Nee, Mensch, oder dann richtig. Und es ist die Holunder, ein bisschen Holunder ist dabei. Holunderbeere, nicht Holunderblüte, oder? Nein, Holunderbeere. Oh ja, die ist dabei. Ein fränkisches Potpourri. Also vom Geruch her ist der fast schon wieder gesund. Ja, also toll, toll, wirklich toll. Also, ich würde mal sagen, wir sind ja auch über den 45. Da, ich meine genau, da ist auch die Walderdbeere. Die ist da, die ist echt da. Diese kleinen Dinger. Es gibt keine besseren. Naja, die Ananas-Erdbeere ist noch toll. Ja, aber ansonsten kleine Walderdbeeren. Also der Spätburgunder hier, der ist schon toll. Ist jetzt 14er. Der kann noch locker 5-6 Jahre liegen. Mindestens. Der ist noch sehr frisch. Mhm. Ja. Was geben wir dem? Wie teuer war der? 25? So 20 25. bis 25. So in dem Dreh könnt ihr den erstehen. Naja, was geben wir dem denn punktemäßig? Ich wäre jetzt über den. Also 45, vielleicht ja. 1, 2, 3 drüber. Ja. Aber jetzt, ich finde jetzt den Traminer noch gelungener, noch mehr auf den Punkt. Dann wäre der bei 45. Also ich sehe ihn bei 45, ja. Mhm. Bin ich auch der Meinung. Das U-Spiegel, das haut's raus. Also ohne Schmarrn. Großes Weingut, aber... Also ich wiederhole mich ungern, aber wie gesagt, Sportfreunde Stiller... Eine Liebe, die unter Garantie nie zu Ende geht. Mhm. Das ist bei dir das U-Spiel. Oh ja, unbedingt. Dann würde ich sagen, hier 45 Punkte. Der erste Wein war ja auch schon sehr gut mit 46. Also da also kann man wirklich sehen, das Weingut es ist hat nicht zu Unrecht so ein Renommee. Es ist ein großes fränkisches Weingut. Das aber nicht nur Masse produziert, aber sondern auch Klasse. Ganz groß. Ja. Und ich muss sagen, selbst wenn man nur die Literflasche vom Messwein kauft, schönes Weinerlebnis. Auch wenn ihr mal einen Gutswein einfach mal ersteht, das ist sehr gute Qualität in dem Preissegment. Aber kultig ist der Messwein. Was gibt es da? Müller und Silvaner? Ja, aber ich glaube halbtrocken. Aber cool. Schmeckt gut. Ist echt cool. Ist wirklich cool. Das würde man sich bei vielen Messen wünschen. Genau. Also, du hast nichts mehr. Was willst du? Wir trinken jetzt noch, nein, die Kamera aus ist ein Schlückchen. Also, bis demnächst. Bleibt uns gewogen. Wir bleiben auf jeden Fall Franken gewogen. Auf jeden Fall. Servus. Servus.